Willkommen in der Chili Dent. Ich bin der Chef der Chili Dent, habe die Firma mit meinem Kompagnon vor rund 12 Jahren gegründet. Es ist ein kleines Stuttgarter Labor. Wir wollen quasi die Brücke schlagen zwischen einem Zahnersatz, der einfach standardmäßig hergestellt wird, und einem, der individuell für die Patienten hergestellt wird. Und hier haben wir dann unsere Reitelzeile, die ist eigentlich der Mittelpunkt im Labor, weil es einfach für uns wichtig war, die Geräte so zu präsentieren, um auch die Handschrift der Chili Dent so darzustellen, wie auch die Geräte sind, nämlich medizinisch und clean. Reitel steht für mich für ein medizinisches Produkt. Die Oberflächen gefallen mir sehr gut, sie sind sehr clean, sehr sauber, von daher gesehen auch gut zu reinigen. Was für mich wichtig ist, wenn ich Patienten habe, die Zahnersatz in den Mund bekommen, die wollen ja eigentlich das Ganze auch appetitlich haben. Und wenn die in ein Labor kommen, wo es dann heißt, oh, wie sehen die Geräte aus, das ist ja alles zusammengeschustert und vermackt, dann schließen die quasi von den Geräten auf meinen Zahnersatz. Und das will ich einfach nicht. Ich will quasi, wenn jemand reinkommt, dass man dann schon weiß, okay, hier wird Qualität hergestellt, und es strahlen für mich die Geräte einfach aus. Das Reitel-Sortiment umfasst über 40 verschiedene Geräte und bedient damit sämtliche Arbeitsschritte im Labor. Angefangen beim Vibromat-Rüttler über die Retomix-Rührgeräte und Rotogrind-Trimmer bis hin zu den Polyred-Poliereinheiten. Natürlich finden Sie bei uns auch nützliche Zusatzprodukte, wie zum Beispiel die LED-Leuchten, außerdem Klassiker wie die Dampfstrahler oder dazu passend das Biosteam Center. Was ist denn Ihr Lieblingsgerät? Naja gut, da stehen wir ja schon direkt davor. Die Absaugung vom Dampf und vom Wachs ist eigentlich in jedem Labor die schlimmste Ecke. Es ist normalerweise so, wenn man dampft, dann sind die Wachse an der ganzen Wand überall verschmiert, und dieser Dampfer steht meistens immer irgendeiner Gipsküche, wo man quasi keine Kontrolle hat. Durch die Absaugung haben wir das Gerät mitten im Labor, wo alle Techniker ran können, und wir haben natürlich sehr saubere Wände, weil alles abgesaugt wird, und das war halt für mich eigentlich auch ein Produkt, was ich unbedingt haben musste. Mit der richtigen Behandlung, wie in diesem Fall mit dem Edelstahlpflegespray von Reitel, bleiben die Geräteoberflächen sauber und lassen sich auch auf lange Sicht immer leicht reinigen. So bleibt die Edelstahlqualität auch über Jahre noch erhalten. Die Geräte sind die meisten schon seit 12 Jahren bei mir im Labor, sind eigentlich vom Einsatzgebiet, werden sie täglich benutzt, und sie funktionieren noch immer wie am ersten Tag. Aber zum Beispiel beim Trimmen, da wird ja ziemlich viel Dreck gemacht. Wie bleibt es da so lange sauber? Zum Reinigen einfach öffnen. Und so sieht es eigentlich von innen aus nach 12 Jahren. Und dann zusammenbauen, muss ich wieder einführen. Und wieder regeln. Heutzutage wird ja alles digitalisiert und automatisiert. Inwiefern spielen denn da die Reitelgeräte für Sie eine Rolle? Ja, eine sehr große Rolle, weil die digitale Zeit sind ja nur Rohlinge, die wir bekommen. Also wir müssen ja alle Produkte müssen ja nachgearbeitet werden, eventuell nochmal aufgepasst werden. Wir arbeiten ja nicht an Showmodellen, sondern wir haben ja Modelle von echten Menschen, wo die Welt im Mund ganz bunt ist. Das bedeutet, nicht jeder Einschub oder etwas, was der Scanner fasst, ist auch so umzusetzen. Also wir haben schon Nachbearbeitung, und in der Nachbearbeitung sind die Geräte wie beim herkömmlichen Zahnersatz einfach wichtig. Sandstrahlen für die Oberflächengestaltung, weil die Produkte müssen ja eine gewisse Konditionierung haben, und dafür ist einfach das Sandstrahlgerät wichtig. Dann der Dampfer und die Absaugung zum Reinigen, weil die Produkte müssen ja auch sauber sein. Und natürlich zum Schluss die Poliererei, die ist halt einfach ganz wichtig, damit die Sachen auch schön glänzen, wenn man fertig ist. Wenn das Ganze poliert ist und sowas, noch immer Ultraschall nachgereinigt,
Und ja, und dann hoffentlich ist er zum Patent zufrieden. Was schätzen denn Sie persönlich als Zahntechniker besonders an den Geräten? Also die Reitgeräte sind für mich einfach Motivation. Wenn ich mit den Geräten arbeite, es macht einfach Spaß zu arbeiten. Für mich ist das auch, Zahntechniker sind ein Kreativus, für mich sind die Emotionen ganz wichtig. Und wenn mir die Geräte Spaß machen, dann ist das halt einfach gut für meine Arbeit. Für mich war es klar, wenn ich ein Labor irgendwann mal haben sollte, dann mit diesen Geräten.